Einsatzbereitschaft oder sofort von der Landesunabhängigkeit ausgerufen. In der Regel jährlich ca. 50 bis 70 Mal sollen die Bürger sagen, die Regeln auch durchgeführt, jetzt dokumentiert und die dann diplomatisch mit weitergeleitet. In welche Fälle handelt sich das dann meistens? Das ist zumeist nicht die Polizei einsetzen wollen, die Polizei und tatsächlich auch das angelegte Flugzeug ausgelöst, die auch die Flüge dann in das Ziel an und kann dann mit dem Flugzeug mit der Besatzung aufnehmen und die dann direkt kommunizieren, die dann auch eine Notfallpräsenz des internationalen Dienstes nicht mehr verwendet haben muss, die nicht mehr kommunizieren kann oder dann auch zum Wahlgang. Wenn ich jetzt Sichtkontakt, wie nahe kann man anfangen? Man kann sich dann so in 350 Meter, aber andere wissen es also auch nicht mehr. Wie sind die Karten? Ist ja das Flugzeug hier, das die 130 abgefahren hat. Jetzt wird einmal entweder über Funk oder über Zeichen Verbindung aufgenommen. Und dann wird also viele über das Instanzensystem und das Herrenmodersystem dort auch weitergegeben und weitere Maßnahmen ergriffen. Hier in diesem Fall würde es dann auch die zwei im Zettweg. Zu diesem Zweck wird es der C-130 die Landerichtung angezeigt und dann muss es selbstständigere Landung durchführen. Aufgabe des hinterherfliegenden Piloten. Der dient zur Sicherung einerseits, um jederzeit eingreifen zu können. Es könnte auch sein, dass er das Ziel zu vermeiden nimmt, den Teil zwar, gibt sie weiter, bricht dann ab und beim Abbrechen ist schon die Nummer 2 vor Ort, dass es immer ein Luftfahrzeug neben dem abzufangenden Luftfahrzeug befindet. Und auch die beiden Eurofighter werden dann abbrechen und uns dann im Anschluss noch das Formationsprogramm des Eurofighters zeigen. Auch hier bedarf es doch einiges Geschick an handwerklichen Können. Kann man hier engere Radien fliegen und auch das Bremsen passiert etwas leichter. Man muss sich nur vorstellen, falls es dann im Überlappstand kommt und der Eurofighter zum Einsatz kommt, das wird Überschallflug befohlen. Und wir fliegen an die 2000 km/h und das andere Ziel fliegt lediglich, sagen wir mal, 800 km/h. Hier sind doch einige km/h Unterschied. Und da kommt es darauf an, zum richtigen Zeitpunkt, im richtigen Moment die Geschwindigkeit zu reduzieren, um eben dann auch diese Dokumentation durchführen zu können. Und dann wird das andere Flugzeug, das zu identifizierende bis zur Landung begleitet? Das kommt dann auf den Folgeauftrag an, ja. Je nachdem, wenn nur die Fotodokumentation reicht, dann werden also diese Fotos gemacht. Dann wird man wieder zurückfliegen nach Zeltweg. Diese Fotos werden dann als diensthabendes System verschickt und wird dann weiter auf diplomatischen Weg weitergeleitet. Hier in diesem Fall wird jetzt
Flugstunden und fliegt es hin. Auf die Kona. Und gleich laufen sie wieder auf. Anschließend mit leicht überhöhter Geschwindigkeit überholen. Bei uns der Oberfighter in langsamer Geschwindigkeit. Jetzt. Zu fliegen, zu fliegen und auch hier aufzusetzen. Mit wie viel fliegt an? Na, wir haben ca. so 280 km/h und das bei einem Gewicht von um die 15 Tonnen. Wir sehen auf der Videowall das Aufsetzen. Die Nase wird oben gehalten, um ein wieder Widerstand aufzubauen und die Geschwindigkeit zu reduzieren. Ein Bremsen ist fast nicht nötig auf dieser langen Piste. Erst wenn die Nase unten ist, dann werden auch die Radbremsen verwendet und die Geschwindigkeit ist sehr wichtig.
Die beiden werden dann wieder zurückrollen, werden dann den Trick aus 50.